Radio 1. Hörbar Brust. This house is surely getting raided. Yes, sir. 30 days in jail with my back turned to the wall. 30 days in jail with my back turned to the wall. Look here, Mr. Jail Keeper. Put another gal in my store. Das war der Jailhouse Blues, Ella Fitzgerald. Herzlich willkommen. Radio 1, die Hörbarust, immer sonntags als Radiosendung zwischen 14 und 16 Uhr und immer dann danach, ein Jahr lang, als Podcast die jeweilige Ausstrahlung, die jeweilige Episode. Sie können sich zum Beispiel Interviews anhören mit Jenny de la Torre, Desiree Nosbusch, Barbara Sukowa, die gerade da war, Inga Humpe, Corinna Harfuch, Dirk Stermann, Rocco Schamoni, Axel Milberg. Also es sind sehr, 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 sehr unterschiedliche Podcasts, Hörbar-Podcasts. Und wer mein heutiger Gast ist, erfahren Sie jetzt. Radio 1. Hörbar-Rust. Heute mit Thomas Thieme. Ein Schauspieler, der jede Zuschauerin und jeden Zuschauer zwingt, einen Bogen mehr zu denken, einmal mehr um die Kurve zu gehen bei der Betrachtung der von ihm dargestellten Figuren. Denn das sind selten die Sympathischen, die Arglosen, die Lieben. Ob virtuos in Shakespeare-Stücken oder souverän vor der Kamera. Thieme lässt für den Moment keinen Zweifel daran, dass er ist, was er spielt. Und dafür muss man ihn mögen. Auch in den fiesen Rollen oder gerade da, bevor man sich erinnert, ha, es ist ja nur eine Figur. Konzentrieren wir uns doch besser auf die Handlung. So halten wir es ja in dieser Sendung auch. Schauen wir auf das Leben des heute 71-Jährigen, der mit den wichtigsten Preisen seiner Branche ausgezeichnet wurde. Thomas Thieme wurde beispielsweise zum Schauspieler des Jahres gewählt und bekam eine goldene Kamera überreicht. Vielleicht steht sie ja bei ihm in der Küche in Weimar, wo er zur Welt kam und auch heute wieder lebt. Wir sind gespannt. Herzlich willkommen, Thomas Thieme, in der Hörbarust auf Radio 1. So, und jetzt mit offenem Mikrofon, Herr Thieme. Wo steht Ihre goldene Kamera? Tatsächlich in Weimar. Aber ja. Also für die Küche war sie mir doch ein bisschen zu schade. Ich habe da ein ganzes Haus und da gibt es auch einen Raum, wo die Bücher sind. Früher nannte man diese Räume Bibliotheken. Da steht sie. Ist dieser Raum auch voller Bücher? Ja. Sie haben doch hier so eine Koketteriekasse. Ja. So. Ja, nee. Ja. Darum will ich nicht so auf den Putz haben, aber ich glaube, es sind 3.500. Die Sie übernommen haben vom Vormieter oder haben Sie die selbst da reingeschleppt? Ich habe sehr früh, was man mir möglicherweise nicht so anmerkt, angefangen zu lesen. Ich habe schon meine ersten Bücher mit 11, 12 Jahren gekauft, selbst gekauft. Mhm. Ich weiß noch, mein allererstes Buch war Bauern, Bonzen und Bomben von Hans Fallada, weil mir der Titel so gefiel. Mhm. Fassen Sie diese Bücher auch immer wieder an? Ziehen Sie die raus? Weil letztendlich ist ja dieses Bücher haben und Bücher dann auch wirklich mit Büchern leben, ist es ja selten. Also so die guten nimmt man raus und verleiht sie im Zweifel und sieht sie nie wieder. Und die anderen stehen da und gucken zu und stauben ein. Ist das bei Ihnen so? Ja, ne, es ist natürlich so bei 3.500. Davon sind auch noch mindestens 500 Reklams von früher. Also Ostreklams, Westreklams, die immer so dazu kamen. Mhm. Ich bin sehr sorgfältig mit meinen Büchern. Ich verleihe keines. Ach. Mhm. Weil ich eben früher, als ich noch nicht so sorgfältig war, da habe ich eben welche verliehen und dann waren sie weg, wie Sie ja schon eben gesagt haben. Das mache ich nicht. Ja, und dann ist es eben ganz schön, wenn du das so über Jahrzehnte aufgebaut hast, dann hast du ja immer das gekauft oder geholt dir, was du brauchst. Und jetzt weiß ich, dass ich eigentlich von diesen Standards eigentlich alles habe. Also ich, wenn ich jetzt einen berühmten Autor angeboten kriege als Lesung oder irgendwas, dann ist es schon in 90% aller Fälle so, dass ich
wenn ich E.T.A. Hoffmann zum Beispiel, von dem ich jetzt was vorbereite, gehe ich ihm zu H und ziehe ihn raus. Okay, alles klar. Letztendlich ist ja, so wie Sie es beschreiben, ist ja dann Ihre Bibliothek sowas wie ein Fotoalbum oder sowas wie ein Tagebuch, könnte man sagen. Und man verändert sich ja. Tatsächlich sind so Bücher, die, mir ging das damals so, als ich mich daran erinnert habe, welche Bücher mich in der Schule zum Beispiel fasziniert haben und ich habe die dann teilweise nochmal gelesen, konnte ich diese Faszination nicht nachvollziehen. Würden Sie sagen, dass Sie Ihren Heldinnen und Helden der Literatur treu geblieben sind? Ich habe im Grunde ja nur die... Als Helden? Ja, ja? Ich war immer großer Verehrer von Ernst Thälmann. Und, warum gerade von ihm? Ja, ich fand, erstens steht ein Denkmal in Weimar am Platz der 56.000. Da stand er immer. Da stand er schon, als ich Kind war. Und das hat mich total fasziniert, wie er da stand, so ein Riesenmann. Und dann fand ich einfach die Geschichten, die die DDR-Schule über ihn erzählt hat, diese kämpferischen Geschichten. Hafenarbeiter aus Hamburg und dann KPD-Vorsitzender, hat mir alles schwer imponiert. Mhm. Dann kamen kritischere Töne, dann haben mich Leute auch angegriffen, gerade in den letzten Jahren bin ich ein paar Mal, hat sich ja vieles geändert, wie Sie wissen, bin ich ein paar Mal auch angegriffen worden für meine, ich will gar nicht sagen Verehrung, für meine, ich finde einiges an dem Mann wirklich hochakzeptabel. Da wurde ich dann eben auch mal dafür beschimpft. Und da habe ich es natürlich mit literarischen Helden besser. Also die Brüder Karamasow, für die kann man mich nicht befläzen. Ich habe es nicht geschrieben. Ich bin es nicht. Wie sind Sie, wenn Sie angegangen werden? Sind Sie jemand, der ruhiger wird, der sich zurückzieht? Oder? Naja, ich bin 71. Okay, das heißt, Sie beißen zurück und landen in der Zelle und werden am nächsten Tag von einem guten Anwalt wieder rausgeholt. Das war früher. Ich war. Saßen Sie schon mal eine Nacht in der Zelle? Bitte? Saßen Sie schon mal eine Nacht in der Zelle? Nee. Aber ich, also so schnell geht das ja auch nicht. Also ich konnte mich gut wehren und ich war körperlich gut dabei. Mhm. Also in meinen jungen Jahren. Ich war ein Halbstarker. Schon. Jetzt habe ich eine gewisse Neigung zum Vergeistigen. Das liegt am Verfall des Körpers und da muss ja etwas anderes kommen. Das ist dann eben bei mir das bisschen Geist, was man eben so hat. Das heißt, souverän kontern Sie? Im Idealfall fällt es Ihnen in dem Moment auch ein und dann ist das für Sie erledigt? Na, souverän kontern in solchen Fällen wie Thälmann ist unmöglich. Das sind dumme Leute, die mich da angreifen. Du Kommunistensau. Ach so, auf die Art. Ach, jetzt verstehe ich. Ich dachte, ja, natürlich so. Ich dachte, so eine Diskussion oder so. Ja, nein. Richtig, du Kommunistensau. Ja, was soll ich denn da souverän kontern? Da kann man nicht. Und ich schlage nicht mehr zu. Ich meine, ich habe auch ein bisschen Arthrose. Aber Sie haben auch einen Ring, über den wir gleich mal sprechen müssen. Dann falle ich noch selber um. Mit dem Ring, wenn man da richtig getroffen wird, mein lieber Spitz. Ja. Fangen wir mal an mit Johnny Cash. Am liebsten wurde mir zugetragen, am liebsten hätten Sie noch mehr Johnny Cash mitgebracht, aber Sie mussten sich auf einen Song beschränken. Ja, ich wusste ja, dass ich zu den Öffentlich-Rechtlichen komme. Da habe ich schon gewusst, da geht wieder nichts so durch. Ja, Sie Armer, Sie wurden ganz schön gegängelt. Ja. Hurt haben Sie mitgebracht. Wollen wir es einfach erstmal hören? Das wäre doch großartig, wenn wir das. Da kriege ich vielleicht schlechtere Laune. Oh. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend,
everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. Der Schauspieler Thomas Thieme ist heute zu Gast. Er hat sich Johnny Cash ausgesucht. Hurt haben wir gerade gehört. Gehört. Sie, und jetzt haben Sie schlechte Laune, oder was? Das kann gar nicht sein. Sie schnurren eigentlich wie ein Kater. Sie fanden das Lied so schön und so traurig. Ja? Schön, ja, das und traurig. War doch ein Witz mit der schlechten Laune. Haben Sie das gar nicht gemerkt? Nee, ich muss jetzt auch was in die Koketterie-Kasse zeigen. Aber gute Laune, um noch einen Satz zum Cash zu sagen. Gerne, man von Cash sehr gerne. Nicht. Man kriegt eine tiefe, tiefe Melancholie, wenn man sie nicht schon hat. Cash hat ja so viele Leben gehabt, wenn man sich das überlegt. Also ich weiß jetzt gar nicht so viel von ihm, aber was man mitbekommen hat, waren Sie auch schon Fan früher als er? Nein. Herr Thieme, was Sie ganz oft machen, ist nicken und mit dem Kopf schütteln. Das ist beim Radio ganz schwer. Also nein, als er noch ein Country-Sänger war, habe ich ihn auch gehört. Ja. Aber ich war keinesfalls ein Fan. Ich war immer ziemlich beeindruckt von der Stimme und von der Musikalität. Mhm. Und natürlich von ihm typmäßig, so ein Typ. So ein Dass der Mann, im Knast aufgetreten so ist und Mann. Sowas. Ja, der Knast auf dort war großartig. Und ich mochte auch seine Frau, die Kleine. Mhm. Darf ich Ihren Ring mal etwas näher betrachten? Ja. Sie müssen eigentlich nichts weiter machen, als nur Ihre Hand ausstrecken. Sie müssen ihn gar nicht abmachen. Two Snakes. Das wollte ich gerade sagen. Jetzt muss ich, bevor wir über den Ring sprechen, noch was anderes sagen. Sie haben ganz feine, fast zarte Hände. Sie sind so ein großer, starker Mann. Ich wusste, dass das wieder kommt. Hat das schon mal jemand festgestellt? Frauen, ja, Frauen. Frauen, wie Sie das sagen. Es hat noch nie ein Mann zu mir gesagt, du hast aber so feine Hände. Das hat noch nie ein Mann zu mir gesagt. Empfinden Sie das als unangenehm? Frauen mögen Hände. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum. Aber sie mögen Hände, also sie beurteilen Hände. Und meine fallen nicht durch. Also wenn ich jetzt solche Kackbratzen hätte, solche gewaltigen, dann würden sie wahrscheinlich gar nichts sagen. Ja, es würde mir nicht auffallen. Sie sind ein großer, kräftiger Mann. Das würde mir nicht auffallen. Und mir ist auch jetzt nicht aufgefallen, nur dass Sie als Zuhörerin oder Zuhörer jetzt nicht denken, da ist dieser große, kräftige Mann und der hat so ganz, ganz kleine, dünne Hände. So gar nicht. Aber Sie haben... Sie haben nicht. Sie haben von den Proportionen her, ist das alles in Ordnung? Alles stimmig, aber fein. Und Sie wissen, welche Parallele ich jetzt ziehen muss, wenn ich mich anständig vorbereitet habe. Sie werden es mir sagen. Helmut Kohl. Stimmt. Das haben Sie aber sehr gut beobachtet. Wussten Sie eigentlich, dass das niemand wusste? Ich habe es Hannelore Witz und Maike Witz vielleicht auch noch gewusst haben. Sie sind ja Frauen, stimmt, da haben Sie ja recht. Aber ansonsten wird Kohl mit seinen Händen am wenigsten identifiziert. Und die sind mir am meisten aufgefallen. Mhm. Die waren aber wirklich, meine sind ja schon ein bisschen pratzig, nur eben schmal. Die waren auch noch klein. Aha. Und der war ja einen Meter größer als ich. Der war ja riesig. Und die Hände waren auch noch klein. Und er hat sie immer so gehalten. Das kann man jetzt nicht sehen. Ich weiß, wir sind im Radio. Vorus. Ich habe es schon verstanden. Aber Sie können das ja beschreiben. Sie machen gerade, Sie machen im Grunde gerade sowas, wie Frau Merkel es auch macht. Die zusammengeschobene Raute. Würde ich es nennen. Genau, die zusammengeschobene Raute. Und der hat die immer so schmal geführt. Der hat die nie so aufgemacht. Weißt du, so gespreizt. Ja. Der hat die immer schmal geführt. Auch beim Händegeben. Das wissen Sie deswegen so genau, weil Sie ihn mal verkörpert haben. Sie haben ihn gespielt. War das der einzige bislang oder der erste auf jeden Fall Mensch, der noch lebte, als Sie ihn verkörperten? Es war der erste. Danach haben Sie noch, Hoeneß, klar. Dann kam Hoeneß, der lebt immer noch. Mhm. Und dann kam mein Liebling, der große Autobauer Borgward. Ah, aus Bremen. Der ist aber schon jetzt... lange, lange tot. Okay. Also das waren so die drei signifikanten, wirklich signifikanten Figuren, die es gibt oder gegeben hat. Es kommt noch eine Menge hinzu, unter anderem sogar Kaiser Wilhelm, aber das waren dann alles Kleinkram. Nee, das ist klar, aber ich glaube, es ist schon nochmal, das würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist ja sicherlich schon nochmal ein anderer Angang als Schauspieler, wenn man weiß, Ne, dass der noch lebt und dass man das so... Gut, wir holen den nächsten Song von Ihnen aus der Kiste. Anders möchte ich es nicht sagen. Rolling Stones, Lady Jane.
Wie alt sind Sie ungefähr, wenn dieses Lied in Ihr Leben tritt? Können Sie das sagen? 15? Oder 15? 16. Naja, es ist ein pubertäres Lied. Lady Jane, es ist ein liebes, kleines, doofes Liebeslied, für das ich damals in die Knie gegangen bin. Ich habe es auch mal gesungen. Ich hatte ja eine Schülerband und da habe ich es auch mal... Ich, ja, bitte, ich mache die Augen zu, ich mache die Augen zu, ich gucke sie nicht an. Wie ich es gesungen habe, will ich nie mehr wissen. Bitte. Jagger kann es besser. Gut. Hatten Sie eine Bewunderung für Mick Jagger oder haben Sie sie vielleicht noch? Ja, ich denke schon, dass diese Band, wenn überhaupt eine Band ein Leben prägen kann, es prägen eigentlich andere Dinge ein Leben, aber wenn eine Band ein Leben prägen kann, dann sind es bei mir die Rolling Stones, klar. Sweet Lady Jane, when I see you again, your servant am I, and will humbly remain. Just heed this plea, my love, on bended knees, my love, I pledge myself to Lady Jane. Radio 1. Hörbar Brust. Man mag es nicht für möglich halten, das sind oder waren die Beastie Boys. Namaste. Zu Gast ist heute der Schauspieler Thomas Thieme, gebürtiger Weimarer, sagt man, ne? So. Ja, früher hießen wir Weimaraner und dann haben sie eine Hunderasse entdeckt und dann haben sie die Hunderasse bevorzugt und seitdem sollen wir Weimarer sein. Ich bin Weimaraner. Das sind Jagdhunde, das wissen Sie, ne? Braucht man einen Jagdschein für. Ja, ja, den habe ich ja. Haben Sie wirklich? Ja, natürlich. Ach, haben Sie wirklich? Hier den. Wie hier jetzt den? Sie, naja, das ist Radio. Wissen wir nicht, was man auch Jagdschein nennt. Nicht nee. Nur Piff-Paff. Nee. Hier, Balla-Balla. Sie müssen die Geste beschreiben. Nein, muss ich gar nicht. Das hier ist Radio und ich habe Sie schon eben zurechtgewiesen. Ihre Sendung. Dafür wurde ich zurechtgewiesen. Und jetzt erwarte ich, dass Sie, wie ein Schauspieler das nun mal macht... Wenn man über jemanden, ich kann es ja auch erklären, bitte. Dann nehme ich Ihnen die Arbeit ab. Danke. Wenn man über jemanden sagt, er hat einen Jagdschein, dann meint man, er hat eine Meise, eine Macke. Sind Sie eigentlich jemand, der sich an Political Correctness orientiert? Weil mir fällt noch ein anderer Ausdruck ein, den ich bei Ihnen gehört habe, auf den aber heutzutage wahrscheinlich die Todesstrafe steht. Bitte schön. Einen afrikanischen Kriegen. Ja, das ist ja nicht von mir. Was ist denn da? Was heißt denn das überhaupt? Können Sie mich dafür auch nicht zur Verantwortung ziehen? Das ist eine Kantinen. Das kommt aus dem Theater tatsächlich, glaube ich. Und afrikanischen Kriegen, wenn einer so an die Decke geht. Mhm. So hat man sich wahrscheinlich vor 50 Jahren, als das erfunden wurde, hat man sich vorgestellt, dass ein Afrikaner, wenn er in Wut gerät, eben an die Decke geht. Es wird aber kaum noch benutzt. Ja, das glaube ich. Ich werde einen Teufel tun. Bis jetzt haben es ja nur Sie gesagt. Ich habe es ja noch gar nicht gesagt. Ich würde Ihnen raten, das auch nicht mehr zu tun, in keiner Kantine. So, als Sie zur Welt kam, gab es die Mauer noch nicht. Es gab das Nachkriegsdeutschland. War Ihr Vater im Krieg? In zwei Kriegen. Okay. Ich habe einen Vater, der ist 1897 geboren. Also hatte einen Vater. 1897, muss ich mir vorstellen, der wäre jetzt 123 oder so. Und er war natürlich als ganz junger Kerl, glaube ich, 16 eingezogen, natürlich im Krieg, nicht bedeutend. Und war dann natürlich ganz am Schluss,
Da war er dann schon über 40, war er eben nochmal auch ziemlich am Ende des Krieges im Volkssturm. Nach Kriegsende kam er verletzt nach Hause oder ich weiß es nicht, wie haben Sie Ihren Vater, haben Sie den gleich kennenlernen dürfen? Ja, wie gesagt, beim Volkssturm. Also da wurde er dann irgendwann nach Hause geschickt, als das Ganze zu Ende war. Und was erstaunlich ist, ich kann Ihnen überhaupt nichts erzählen, weil er überhaupt nichts erzählt hat. Mhm. Das ist mir auch viel später, als die ganzen Traumatisierungsarien liefen, die man so hörte, was alles Menschen zugestoßen ist. Und da habe ich auch festgestellt, ach, mir sind ja auch Sachen zugestoßen, dachte ich dann plötzlich, oho, ohne dass ich traumatisiert war. Aber eine Sache, die mir eben zugestoßen ist, was ich dann eher aus dem Film erfahren habe oder aus Büchern, war diese Sprachlosigkeit der Väter. Hm. Also das habe ich nun wirklich in Reinkultur erlebt. Man hat das damals vielleicht auch noch ein bisschen mehr so verdecken können oder verkaufen oder erklären können, indem man gesagt hat, ja, Männer reden sowieso nicht so über ihre Gefühle. Das sind eher Frauen. Ihr Vater war Rechtsanwalt, ist das richtig? Ja. Und tendenziell eher konservativ? Nein, auch da gibt es komische Geschichten. Also als ich dann denken konnte, 4, 5 Jahre alt war, privatisierte er schon, war ja auch alt genug. Er hatte sich dann so ein Grundstück gekauft und züchtete Hühner, erstaunlicherweise. Nein, er war, also wie gesagt, es ist ganz schwer, da irgendwas zu beantworten. Es ging das Gerücht, er sei Kommunist gewesen. Das weiß ich aber nur von meiner Mutter. Mein Vater starb, da war ich 18 und das war diese schreckliche Zeit mit Rolling Stones und so. Wir haben unsere letzten 5 Jahre im Grunde vollkommen sprachlos aneinander vorbei. Mhm. Er war herzkrank und hatte seine Probleme und ich war Mitglied der Rolling Stones heimlich. Und das ging überhaupt nicht zusammen. Ich weiß noch, ich hatte dann so viele schöne Westbilder gesammelt, die ich mir überall her... Und hatte mein ganzes Zimmer tapeziert und alles das, komme ich nach Hause. Da hatte der die doch wirklich alle runtergerissen. Das war, ja, das war wie das tut weh und das ist ein Vertrauens... Ein Stich ins Herz. Und so war unsere Beziehung. Es war nicht Hass, aber es war vollkommen andere Welten. Der verstand nichts von dem. Und ich konnte auch nicht von ihm verstehen, weil er ja nichts erzählt hat. Ich weiß das alles von meiner Mutter, die viel weicher war. Und die hat mir gesagt, dass er Kommunist war. Was Ihnen gefallen würde im Rückblick? Ja, besser als was anderes. Klar. Mhm. Und Ihre Mutter wird dann wahrscheinlich in dieser Rolle gewesen sein, der, weiß ich jetzt nicht, sich aufreibenden, die vermitteln wollte zwischen dem Sohn und dem Vater? Ja, man darf sich das nicht ganz so dramatisch vorstellen. Mhm. Also es kam nicht zu großen Konflikten. Ich hatte ein Zimmer, er hatte ein Zimmer. Naja, aber dann damit zu leben, also als Person zwischen diesen oder mit ihnen zu leben. Das kann für meine Mutter, in der Tat haben Sie recht, kein anstrengend gewesen sein. Das kann ich nicht beurteilen. Mhm. Aber es gibt doch den berühmten Goethe-Spruch, vom Mütterchen die Frohnatur, vom Väterchen den strengen Sinn. Und das trifft bei mir total zu. Aha. Also mein Vater war immer im Grunde streng. Ja. Und meine Mutter war immer im Grunde weich, heiter und weich. Die hätte für mich, meine Mutter hat mich so, ich war das einzige Kind, die hat mich so geliebt, wenn ich einen Mord begangen hätte. Hätte sie gedeckt. Die hätte ihn übernommen. Naja. Aber das meine ich im Wortsinne. Mhm. So eng war das. Das war natürlich dann später auch ein bisschen schwierig. Als mein Vater dann tot war, der starb, als ich 18 war, da war ich ja mit meiner Mama allein. Da hatte sie nun gar niemanden mehr. Und Sie mussten wollten zur Armee? Keine Ahnung. Nein, sie wollten. Ach, ich habe das versucht. Aber in unserem Haus im 2. Stock wohnte ein wohlhabender, gebildeter Mann, der sich sofort um sie beworben hat. Da war mein Vater noch nicht ganz kalt. Da hat er sich um sie beworben. Der war Witwer. Ich habe mit Engel bei, dachte ich, das ist gut. Das wäre gut, ja, das wäre ja, gut gewesen. Gut. Aber sie war noch gar hast nicht. Hast du das nicht an der Backe? Ja. Weil für einen 18-Jährigen, damals 56 war sie damals, als 56-jährige Witwe, das ist ja, wie händelst du das? Das macht man ja auch nicht einfach so nebenbei. Oh, dachte ich, der Herr Huckauf hieß der. Muss ja nicht den Namen übernehmen, dachte ich, aber der Herr Huckauf, das ist schon okay. Da hat die mich zusammengefaltet. Ob ich eine Meise hätte, sie würde mich zwingen, mit einem anderen Mann als meinem Vater ins Bett zu gehen. Das wäre für sie einfach. Ja, das war eine andere Generation.
Möglicherweise hatte die wirklich immer nur zeitlebens meinem Papa. Ja, aber es hätte ja gereicht, wenn sie erst mal Kuchen gegessen hätten. Ja, die war nicht so. Ach, sie wollte... verstehe. Die haben das sofort identifiziert, wenn die den reingelassen hätte. Das hätte die identifiziert mit, sie hat ja gesagt. Also, okay. So, ich konnte es mir ja auch nur zusammenreimen. Ja. Ich bin ja auch nicht die Generation. Gott sei Dank bin ich ein bisschen jünger. Ja. Ja, und dann war sie eben lange, lange einsam. Eric Burdon haben Sie mitgebracht, When I Was Young. Passt natürlich vom Titel her sehr zu der Zeit, über die wir jetzt sprechen. Ja, irgendwie. Das ist ja tiefenpsychologisch interessant bei der Auswahl. Das merke ich jetzt erst. Ja. Ja gut, aber wenn man so uralt ist, dann ist es ja besser, man erzählt von. Und da haben wir wieder was für die Koketteriekasse. So. Nein, ich bin nicht eingeschlafen. Wie kommen Sie darauf? Ich wollte Herrn Burdon nur ein anständiges Outro gönnen, weil ich nichts gesagt habe. Also so verinnerlicht plötzlich Aussagen gerade. Ja, das gehört zu mir, zu meiner Persönlichkeit dazu. Das gefällt mir sehr. Ja? Hörbar. Und Komplimente mache ich Ihnen auch nicht, weil das kann alles schief wieder. Kann wieder alles in die Hose gehen heutzutage. Ach nee, jetzt nicht in das Horn stoßen. Wenn wir da jetzt drüber reden, das ist wirklich, das ist so ein Riesenthema. Ein Riesenthema, aber Menschen, das wollen wir nicht besprechen. Nein, wir wollen es nicht besprechen. Ich bin auch nicht kompetent. Aber um das über allem ganz kurz zu sagen, Menschen sollen weiterhin Komplimente machen und Komplimente erhalten. Das ist, also das stand nie in Frage. Also so generell sagen wir das mal jetzt so. Genau, und so lassen wir es auch stehen, damit wir jetzt nicht hineingeraten in diesen Strudel und uns also ich muss nicht zwei Beispiele bringen für zu viel oder zu wenig. Wenn Sie das können sich alle vorstellen. So, hörbar@radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse, bevor ich es vergesse. Ich habe Sie zwar auf den Ring angesprochen, bin aber dann bei Ihren Händen gelandet. Was ist das für ein Ring? Mit den zwei Schlangen. Kann ich Ihnen genau sagen, der stammt vom Bazar der Stadt Muscat oder heute sagt man wahrscheinlich Muscat in Oman. Eigentlich sagen sie immer alle Oman, aber es heißt Oman, das habe ich ja dort alles gelernt. Und dort habe ich mir für 10 Euro auf dem Bazar diesen Ring geholt. Da stand ein Wäschekorb voll Ringe. Silberringe. Und ich wollte einen haben. Wäschekorb voll. Haben Sie vorher schon Ringe getragen? Nee. Das war ihr, das heißt, das war richtig wie so ein Zeichen. Seit 10 Jahren. Und dass es zwei Schlangen sind, ist das Zeichen für Anfang und Ende? Ich wütete da. Und dann fand ich den und in dem Moment springt dieser Mensch auf mich zu und das habe ich als Omen betrachtet. Schrie, wow, great, great, great. 2 snakes. Ja, ich sage, 2 Schnecken, ja, eindeutig. 2 snakes and here in the center, you and the 2 snakes save you. Aha. You are safe. Boah, dachte ich, geil. Für 10 Euro so ein Ring und noch so eine Geschichte, den nehme ich mit. Mhm. Und seitdem habe ich ihn. Wann machen Sie ihn zum Waschen, zum Duschen ab? Haben Sie für Rollen, müssen Sie ihn für Rollen ablegen? Weil wenn man so ein, ich frage das deswegen, wenn man so eine Art Talisman hat, dann hat man auch Angst, den zu verlieren, wenn er mit so einem Mini-Aberglauben belegt ist. Ich bin auch immer zu den Garderobieren unheimlich freundlich, wenn ich ihn meine. Ich habe auch eine IBC-Uhr und das beides muss ich immer abgeben, wenn ich drehe. Aha, okay. Und dann rede ich immer mit Engelszungen, auf die sich ganz junge Mädchen immer, die das nicht zu schätzen wissen. Da gebe ich denen das, nehme das eine kleine Plastiktüte und dann sage ich, tut das bitte am Mann, haltet das am Körper. Mhm. Und das machen sie dann auch und da geht ja keiner ran und dann kriege ich es am Schluss wieder. Ich habe immer Angst. Weniger um die Uhr, mehr um den Ring, weil jetzt ist er ein Unikat. Und ihn an so einem Drehtag einfach mal zu Hause zu lassen, wie wäre das?
Wollen Sie jetzt Lebensberatung? Naja, ich finde, das ist doch mal ein ganz guter Tipp. Ist das honorarpflichtig, Ihre Lebensberatung? Überhaupt gar nicht, den Tipp schenke ich Ihnen. Ich denke einfach an diese Garderobieren, diese Zittern und Schwitzen in der Angst, überfallen Gott, zu werden. Sie werden es überleben, die jungen Mädchen, die sind 18. Apropos 18, mussten Sie mit 18 nicht zur NVA? Wie kommen Sie denn darauf? Weiß ich nicht. Waren Sie nicht in der Armee? Selbstverständlich. Doch, mit 18 Jahre, wahrscheinlich. Ne? Dreimal zu Hause. Mhm. Das müssen Sie heute beim 18-Jährigen sagen. Dass er anderthalb Jahre zur Fahne muss, noch dazu in der DDR, noch dazu von Weimar nach Rostock. Das sind unter Brüdern 600-700 Kilometer. Und dann dreimal zu seiner Mama darf in diesen anderthalb Jahren. Na, was wird der Ihnen erzählen? Haben Sie vorher schon mal das Meer gesehen? Mit den Eltern. Mhm. Zinnowitz auf Usedom. Da ging es zum Urlaub. Als Kindchen, ja. Sind das schöne Erinnerungen? Haben Sie gezeltet oder was haben Sie gemacht im Urlaub vorher? Gezeltet? Nee. Mein Vater war zu alt. Wir waren schon in so einer Pension. Ja. Also. Mein Vater war ja, das hatte ich ja vorhin schon versucht, ihn näher zu bringen. Mhm. Vielen Dank. War ja mein Opa. Weil er tatsächlich etwas älter, stimmt. 52 war er, als ich auf die Welt kam. Als ich 10 war, war er 62. Also da geht man fast in Rente. Das ist heute, aber heute nicht unüblich. Es gibt ja heute viele sogenannte späte Eltern. Weil die sind die Mütter so alt. Das ist in Ordnung. Wenn die Väter so alt sein dürfen, dürfen die Mütter auch so alt. Von mir aus können die Mütter 100 sein. Ich wollte mich mit ihnen da nicht, also zumindest mir ist es egal. Wie haben Sie denn die Armee wahrgenommen? Das muss ja schon ein ganz schöner Schritt gewesen sein. Sie meinen die Frage nicht ernst. Doch. Ja, scheiße. Also was will man denn zur Armee sagen? Es kann zum Beispiel sein, dass es gibt Menschen, die sagen, ich hatte unglaubliche Angst davor und habe dann aber gemerkt, zum Beispiel, ich habe Kameradschaft erlebt, ich habe Solidarität zum ersten Mal erlebt, ich habe gemerkt, dass ich ein Verhältnis zu meinem Körper gekriegt habe, je nachdem, keine Ahnung, das wird in der DDR nicht so rosig gewesen sein wahrscheinlich. Also unglaubliche Angst ist schon wieder vollkommen. Ja, heute haben ja alle unglaubliche Angst. Ich hatte keine unglaubliche Angst. Ich hatte ein wirkliches Scheißgefühl, weil ich dachte, jetzt musst du für anderthalb Jahre von Weimar nach Rostock, das du nicht kennst, in eine Stube mit 11 anderen, wir waren 12. Das hatte ich mir ja irgendwie schon ausgemalt. Wie es dann wirklich war, das kannst du dir nicht ausmalen. Das merkst du, wenn du drin bist in der Stube und diese 11 Pappkameraden um dich rum identifizierst und merkst, wir sind ja auch 11 Individuen. Ja, das war schon im Wesentlichen unangenehm, das muss ich schon sagen. Also so richtig Spaß gemacht hat es nicht. Aber mit dem Körper, das ist interessant. Ich habe dort wirklich meinen Körper begriffen, weil mein Körper hat sich, ich bin offensichtlich Spätentwickler, mein Körper hat sich vollkommen verändert. Ich war so ein dünnes, jetzt mache ich wieder ein Zeichen, ich zeige den kleinen Finger nach oben. Seiner zarten Hand. So ein dünnes Hähnchen war ich. Also ich da, mit blonden Locken immer noch. Die haben sie mir natürlich erstmal abgesäbelt. Ja, als das Mikro eben zu war, haben Sie das erzählt. Sie hatten ganz lange, schöne, blonde Locken und wurden... Ganz lang nicht, das durften wir ja nicht. Mittellang. Mittellang. Und wurden, Sie haben es diskriminiert genannt. Sie wurden... Das haben sie mir in der Schule gesagt, dritte Klasse. Ein Junge hat keine Locken. Ende. Und da habe ich natürlich auch drüber nachgedacht. Ich war immer, das ist interessant, weil Sie das vorhin sagen, ich war selten traumatisiert oder erschüttert. Ich wurde immer nur nachdenklich. Ich bin so oft mit Sachen konfrontiert worden im Leben, die ich nicht begriffen habe. Das darf doch nicht wahr sein. Junge hat keine Locken. Was soll das heißen? Ich habe aber nicht darunter gelitten. Ich glaube, ich habe ein verhältnismäßig geringes Leidensvolumen in mir. Ich versuche es sofort in Gedanken oder in Emotionen zu verwandeln und in den besten Fällen in Rolle. Also ich habe alles, was ich, diese anderthalber Armee zum Beispiel, die waren nicht schön. Mehr will ich dazu nicht sagen, weil diese Ausschmückung und ich habe keine Kameradschaft kennengelernt im Sinne von wir sind alle alles nicht, hat mich auch alles gar nicht interessiert, ich hatte ganz andere Pläne, aber ich habe gelernt, zum Beispiel habe ich gelernt, dass mein Beruf ein Kollektivberuf ist. Armee ist Kollektiv, Schauspielerei ist ein Kollektivberuf, das ist kein Soloberuf. Und du musst dich schon bewegen können in einem Ensemble, egal ob im Theater oder in einem Spielensemble im Film. Du musst dich schon bewegen können wie ein Mensch und nicht ununterbrochen alle anderen in die Ecke treten oder so, selbst wenn du die Kraft hättest. Das habe ich gelernt. Wir haben schon wieder einen Song mit Being Young, also Forever Young in dem Fall.
Es ist Bob Dylan, den Sie mitgebracht haben. Ja. Und damit feiern wir Bergfest. Die Hälfte ist schon rum. Aber es geht gleich noch weiter. Wir haben noch eine Hälfte. Und es geht vor allen Dingen um eine aktuelle Produktion, über die wir gleich sprechen werden. Wir können doch eine Stunde dranhängen. Ist doch nicht so schlimm, oder? Ja, gerne, wenn es Ihnen Spaß macht. May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung and may you stay. Radio 1. Hörbar Brust. So viel Glück mit österreichischen Gästen auch. Aber manchmal sind auch die, die aus Weimar kommen. Ich meine, man muss ja nehmen, was man kriegt, Herr Thieme. Unbedingt. Ich hätte Ihnen auch nicht viel Hoffnung vorher gemacht mit Weimar. Also da gibt es ja nur einen. Ja, ganz genau. So, eigentlich wollten Sie ja Architekt werden. Damit beeindruckt man heute Wie Sie merken, bin ich intellektuell auch durchaus ausgerüstet für einen Architekten. Das hätte was werden können. Ja, ja, auf jeden Fall haben Sie ja zarte Hände, mit denen Sie einen Zeichenstift führen könnten oder ja, so. Und auch eine Kelle schwingen, gegebenenfalls. Nein, Ihre Liebe zur Architektur, worin lag die? Woran war die begründet? Sind Sie so durch die Straßen spaziert als junger Mann und haben gedacht, das Haus hätte ich gern entworfen oder ich hätte bessere Ideen oder haben Sie Häuser skizziert oder warum Architektur? Ich befürchte, es kam durch Weimar, dort war ja Bauhaus. Aha, natürlich. Und dafür habe ich mich ziemlich früh interessiert. Ich habe ja auch ziemlich früh gelesen, wie ich Ihnen ja auch schon gestanden habe. Und da, so muss es irgendwie entstehen. Ich kann Ihnen jetzt wirklich die Genealogie dieses Wunsches nicht mehr wirklich, wo das herkommt. Ist der Bauhausstil auch ein Stil, den ich bei Ihnen finden würde, wenn ich jetzt in dieses Haus käme? Ja. Ja, das ist ein Haus von 34. Das ist im Grunde genommen spätes Bauhaus, wo man schon wieder ein bisschen, es hat ein Dach. Der einzige Unterschied zum Bauhaus ist, dass es wieder ein Dach hat. Die Bauhaus, richtigen Tel Aviv und so, die haben ja, sind ja flach. Mhm. Das hat wieder so ein Dach. Mhm. Und ich habe aber natürlich wenig drin stehen. Natürlich ist das nicht. Also Sie wohnen, glaube ich, in Berlin und in Weimar. Sie haben hier in Berlin auch noch eine, ist das hier so die Nebenwohnung oder ist das die Hauptwohnung hier? Nee, das ist die Nebenwohnung. Die Nebenwohnung und in Weimar ist Ihr Hauptdomizil? Ja, wegen dem Finanzamt Jena. Das ist sympathischer als das Finanzamt Tiergarten. Okay. Wie lange wohnen Sie wieder in Weimar schon? Das sind jetzt schon wieder fast 14 Jahre. Okay. Dann ist es nicht selbstverständlich, dass Sie sagen, ich weiß gar nicht, wie haben Sie es eben formuliert, da ist wenig, wenn Sie bei mir, es ist relativ reduziert oder minimalistisch. Ja, minimalistisch könnte, ja, das klingt immer alles so großkotzig. Ich habe eben ein paar Sachen mir da reingestellt, die ich brauche. Ich habe einmal endlich im Leben etwas einrichten können, spät, vor 14 Jahren war ich ja auch schon Ende 50,
was mir gehört und was, wo ich nicht wieder raus muss. Mhm. Dieses Zigeunerleben, was du als Theaterschauspieler führst, das treibt dich ja alle paar Jahre wieder ganz woanders hin. Dann bist du in einem Gründerhaus, dann bist du mal in einem Neubau, dann da richtest du dich ja nicht ein, da schleppst du eben die Möbel, die du hast, die schleppst du mit dem Wohnwagen mit und stellst sie in das andere Umfeld. Interessant, weil es ist ja oft so, dass Schauspieler schon wissen, dass sie ein Engagement haben für ein halbes Jahr, für zwei Jahre, für drei Jahre und möbliert untergebracht werden. Sie haben offenbar, haben Sie das wirklich gemacht? Möbel im Wohnwagen? Ich hatte Familie. Ich hatte ja keine Wahl. Aha. Ich hatte ja meinen Sohn seit 77. Mhm. Wollen wir vielleicht mal, vielleicht hilft es der Zuhörerin und dem Zuhörer, wenn wir das nochmal etwas gründlicher skizzieren. Sie haben, nachdem Sie von der Armee gekommen sind, diesen Job als Kulissenschieber angenommen und haben dann offenbar aus einem Impuls heraus auch bei der Ernst-Busch-Schule für Schauspiel vorgesprochen. Hat man Sie dazu aufgefordert oder ist dieser Wunsch selbst entstanden? Naja, ich hatte, wie gesagt, einen jungen Schauspieler kennengelernt, der war nur drei Jahre älter als ich, war aber schon Schauspieler. Und mit dem bin ich um die Häuser gezogen und irgendwann hat er gesagt, sag mal, willst du nicht Schauspieler werden? Der hat wieder das bemerkt, worunter ich mein Leben lang gelitten habe. Ich konnte eben leider so gut Gedichte aufsagen. Und da habe ich immer darunter gelitten, weil ich das fand ich unmännlich und ich wollte immer Fußball spielen, das konnte ich nicht. Gedichte konnte ich und das wollte ich aber nicht. Und der hat das auch wieder entdeckt und meinte, willst du nicht das mal versuchen? Nein, habe ich gesagt, ich will ja Architekt werden. Dann habe ich es aber dennoch versucht und bin an die Ernst Busch gefahren. Damals hieß die ja Gott sei Dank noch gar nicht Ernst Busch, war einfach Schauspielschule Berlin. Damals hatte alles noch nicht so hochtrabende Namen, das war eben staatliche Schauspielschule Berlin. Und trotzdem war es sehr elitär, es gab insgesamt drei Schauspielschulen, nicht mehr. Das war mehr. Wesentlich elitärer als jetzt, als wahrscheinlich, aber wesentlich, ja, es gab gar kein pro Jahr, Vergleich. Wahrscheinlich gab es 50, 60 Absolventen und dieser Schauspielberuf wurde... Das können wurde Sie ja nochmal mit Henry besprechen, der kann Ihnen das nochmal richtig erklären. Wir reden über Herrn Hübchen. So, und dort bin ich sofort durch die Eignungsprüfung, ich gebe jetzt ein bisschen an, sofort durch die Eignungsprüfung gekommen und sofort durch die Aufnahmeprüfung, ohne dass ich noch was ändern musste. Ich musste also noch nicht mal das Repertoire. Meistens kriegt man für die zweite Prüfung neue Rollen. Ich kriegte die gleichen nochmal. Und obwohl ich diesen schauderhaften Dialekt hatte, der damals noch viel schlimmer war als heute, haben die mich aufgenommen und haben mich ausgebildet. Haben nicht mal natürlich jedes Jahr wieder verwarnt. Oder nach jedem Semester. Ich soll endlich mal mit dem Sprecherzieher ordentlich üben, ja. Das war mir aber so eben nicht gegeben und dann bin ich da eben durchgekommen. Hat funktioniert. Wir müssen gleich hören, wie es weiterging. Jetzt erstmal. Aha, guck an. Rod Stewart, I don't want to talk about it. Wollen Sie uns dazu noch ein Stichwort geben? Ja. I don't want to talk about it, how you broke my heart. Tief traurig, reine Melancholie. Ihm ist offensichtlich einer abhanden gekommen und hat ihm das Herz gebrochen. Romantik. Haben Sie sich darin gefällt wiedergefunden? Gefällt mir einfach großartig. Rod Stewart, mitgebracht von Thomas Thieme, Schauspieler, heute hier zu Gast. Und Sie haben diesen Song auch so ein bisschen anmoderiert mit dem Wort
romantisch. Und bevor diese Sendung losging, wir haben uns heute erst kennengelernt, Herr Thieme, Sie und ich. Da habe ich Ihnen gesagt, ich habe so viel über Sie gelesen. Was ich erstaunlich finde, ist, dass Sie gehen wirklich in die tiefsten Gedanken, in die Rollen. Sie geben Interviews, die man wirklich als tiefgründig bezeichnen kann, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich habe nichts von Ihnen gelesen, was in irgendeiner Weise mit Romantik oder mit Liebe oder mit einem Verliebtsein zu tun hat. Da grinsen Sie jetzt und nicken. Und da habe ich gesagt, aber trotzdem habe ich den Verdacht, dass Sie ein romantischer Mensch sind. Und Sie haben sofort gesagt, ja, bin ich auch. Was ist denn Romantik? Naja, Liebe, meinen Sie wahrscheinlich zwischen Mann und Frau oder so? In dem Fall schon, was Ihnen da fehlt. In dem Kontext. Ja gut, das ist einfach beruflich niemals mein Fach gewesen. Darum habe ich auch nie drüber gesprochen. Ich habe noch nie in meinem Leben einen wirklich ernstzunehmenden Liebhaber gespielt. Das bietet mir, es hat mir keiner angeboten, als junger Schauspieler nicht und bis heute nicht. Wenn überhaupt, dann bin ich in meinem allerersten Kinofilm in der DDR, Lotte in Weimar. Da war ich der betrogene Liebhaber, so ging das Ganze schon los. Ich war der junge Ehemann und Goethe, der junge Werther, hat mir die Freundin ausgespannt oder die Frau. Und so. Und das blieb so. Deswegen ist es völlig sinnlos, wenn ich mich beruflich über dieses Fach äußere, von dem ich gar nichts verstehe. Ich hatte auch nur 3,5 Bettszenen in meinem ganzen Leben. Die waren eher wahrscheinlich, gehören mehr in die komische Region. Das sagen Sie jetzt. Es ist einfach nicht mein... Nein, müssen Sie ja gar nicht. Aber und was das andere betrifft, trage ich das Herz nicht auf der Zunge. Ich trage es in vielen Dingen auf der Zunge, aber nicht in Bezug auf persönliche Dinge. Das ist irgendwie auch ist also altmodischer Kram. Ich mache auch keine Homestory und ich gehe nicht in Talkshows und nicht über einen roten Teppich, was aber schon ich weiß, es ist schon sehr ungewöhnlich. Ich freue mich auch sehr, ist dass Sie... Das ist der Normalfall. Hallo, es ist ungewöhnlich. Ich weiß schon, dass Sie hier schon sehr offen jetzt gerade waren in dieser Sendung. Und dass ja, weil Sie mir so sympathisch sind. Okay, vielen Dank dafür. Ja, bitte gerne. Können Sie mir denn die Frage beantworten, was könnte Romantik sein? Was ist Romantik für Sie? Melancholie. Romantik ist, wenn man die Endlichkeit dieses Daseins spürt, wie ich jetzt mit 71. Mein Vater starb mit 70. Ich bin jetzt schon 4 Monate älter als er. Denken Sie da aktiv drüber nach? Ja, natürlich. Ja, wieso nicht? Nein, über ob Sie älter sind als Ihr Vater, ob Sie ihn überlebt haben. Natürlich, ich habe das genau ausgerechnet. Ich kann es Ihnen auf den Tag sagen. Jetzt nicht aus dem Stegreif, aber wenn Sie mir 5 Minuten Zeit geben, kann ich... Diese Endlichkeit, und zwar die Endlichkeit für immer, verursacht in mir eine enorme Melancholie, weil meine Vorstellungskraft für danach existiert nicht. Einfach nur davon auszugehen, dass nichts mehr kommt, ist mir zu preiswert, zu billig. Das glaube ich auch nicht wirklich. Das glaube ich nicht. Da haben Sie sich schon noch ein bisschen was dabei gedacht. Wenn Sie sehen, wie komplex das Leben ist, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass der Tod irgendwie einfältiger ist. Wenn die Lichter vollkommen ausgehen würden, wäre es ja schön. Dann hätten wir ja keine Wahrnehmung mehr von irgendwas. Daran glaube ich nicht so recht. Und das Zweite, was mich so melancholisch macht und was für mich mit Romantik zu tun hat, ist dieses auch am Leben hängen und gleichzeitig nicht wirklich wissen, was es bedeutet. Ich habe bis heute nicht rausgekriegt, ich hänge sehr am Leben, ich bin gerne da, ich habe nicht rausgefunden mit über 70 Jahren, was das eigentlich für eine Veranstaltung ist. Ich kann Glück und Unglück nicht einordnen. Ich weiß nicht, was ich machen soll, wenn ich glücklich bin. Oder was ich machen soll, wenn ich unglücklich bin oder traurig bin. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Früher wusste ich, da habe ich einen gesoffen. Und zwar in beiden Fällen. Da waren wir ja auch damals in Magdeburg, als ich anfing, im Wesentlichen besoffen. Viel. Das ist ja nun vorbei. Es ist auch so, dass du ja nicht blöder wirst. Dummerweise. Es wäre schön, wenn man, je älter, je blöder. Sodass die Gedanken weggehen, die gehen aber nicht weg, die werden immer massiver und dann kommt jetzt die Welt dazu und die Umwelt und die ganzen Prozesse und nun erfahren wir auch alles, das dürfen Sie auch nicht vergessen, früher erfuhr man ja nichts. Jetzt erfährt man alles und das pappt bei mir zusammen zu einer wirklichen Melancholie, die ich nicht mehr loswerde und die man manchmal auch, wenn man genau hinguckt, sieht, wenn ich spiele.
Wenn das der Pool ist, aus dem Sie die Kraft schöpfen, dann wird man sich wünschen, dass es so bleibt zu Ihren Ungunsten, weil es Sie ja unruhig macht. Ja, ich sage es gerne zum dritten Mal, ich leide ja nicht darunter. Ich bin auch nicht traumatisiert, weder von der Armee noch von der DDR. Ich habe das verstanden, wir reden auch nicht über Trauma. Aber dadurch bin ich natürlich irgendwie vogelfrei. Ich bin Huckleberry Finn, den ich übrigens mal aufgenommen habe als Hörbuch. Aber warum trinkt man denn, wenn man nicht fühlt? Ich dachte, dass man trinkt, um eine Leere auszufüllen, um einen Schmerz zu ertragen. Wenn Sie, alles, was Sie mir geben, ist über den Kopf gefiltert bis jetzt. Diese ganzen klugen Gedanken, diese ganzen Antennen, Ihr Radar, Ihr Alarmsystem. Ja, ich kann sich ja nicht veralbern. Ich bin möglicherweise ein verkappter Intellektueller. Ich weiß es ja nicht. Aber ist denn Melancholie im Körper nicht eines Kuhbauern? Nein, aber ist denn Melancholie? Ich will es nur verstehen. Ich glaube, ich will Ihnen nicht irgendeinen Widerspruch nachweisen. Ich will nur verstehen, wenn Sie Melancholie sagen, Melancholie ist ja ein süßer Schmerz. Aber es ist ein bisschen ein Schmerz. Ja, also den spüren Sie schon. Es ist ein bisschen ein Schmerz. Ja. Ich vermeide ja auch den Begriff Depression, wie Sie schon gemerkt haben. Und ich will ihn auch gar nicht erst einführen. Es gibt Zeit meines Lebens mehr hinten als vorn eine latente Traurigkeit. Und das kann ich jetzt auch nicht noch weiter ausführen. Ich weiß nicht, wo sie herkommt. Ich weiß nicht, wo sie hingeht. Ich weiß nur, dass sie da ist. Mhm. Und die konterkariere ich mit meiner großen Fresse. Weil ich muss ja irgendwie auch noch vorkommen. Und als ich klein war, war ich ein Quietscher. Also da haben sie mich beiseite geschoben. Ne? Hat mich keiner, das wollte ich nicht mehr. Irgendwann wollte ich nicht mehr rübergeschoben werden. Da wollte ich in die Mitte. Dann bin ich irgendwann in der Nähe der Mitte gelandet. Und dann war es schöner. Aber der Thieme, der kleine Lockenkopf, der ist ja nicht weg. Der wiegt jetzt 2 Zentner mehr, aber und ist 60 Jahre älter, aber der ist ja nicht weg, der ist ja da. Und ich würde Ihnen das so gerne, gerade Ihnen, weil mir das mit Ihnen wirklich auch sehr viel Freude macht, würde Ihnen gerne versuchen, differenzierter zu antworten. Es geht noch nicht, weil da fehlen mir einfach, ja, mir fehlen auch die Begriffe. Wenn jetzt hier ein Psychologe zuhört, kann ja sein, ich kenne ja Ihr Publikum nicht, aber wenn hier ein Psychologe dabei ist, der wird wissen, was mit mir los ist. Der kann mich ja dann anrufen morgen und sagen, pass auf, Tibi, du hast so eine Macke. Du musst mal bei mir auf die Couch, das kann ja sein, aber... Ich glaube, es ist keine Macke, ich glaube, es ist eine Tiefe. Ich bin nicht so kerngesund, das können wir vielleicht als Schlusssatz, ich bin nicht so kerngesund, wie ich aussehe. Wo der Goldregen steht, hören wir jetzt. Alban Berg haben Sie sich ausgesucht und wir nehmen es in der Version von Jesse Norman. Sind Sie einverstanden? Ja, selbstverständlich. Mein Gast, der Schauspieler Thomas Thieme, freut sich so sehr. Sie sind richtig aus dem Häuschen dafür, dass ich jetzt Katharina Valente ausgesucht habe. Gott, ja. Die mögen Sie sehr, oder warum? Ja, ich weiß es nicht. Die war schon immer da. Die war schon da, als ich zum ersten Mal überhaupt was gehört habe im Radio mit 2,5. Okay, alles klar. Da gab es die schon. Ganz so alt ist sie nicht, aber wir hören jetzt von ihr die Sprache des Regens. Thank you.
Sprache des Regens verstehen und wissen, worüber er spricht. Im Dunkel des Abends vergehen und morgens erwachen als Licht. Ich will eine Eisblume sein, am Stiel einer Rose ein Dorn, ein Tropfen auf glühenden Stein, im Acker ein keimendes Korn, auf tobendem Wasser der Schaum, ein Fels, der nicht zweifelt und fragt. Ich möchte so sein wie der Baum und hören, was der Regen mir sagt. Wei, 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 na wau, wei, 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 na wau, wei, 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 na wau, wei, 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 wei. Vielleicht ist das Leben nur ein Traum, nur ein Spiel der Fantasie, nur ein Spiegelbild im Raum, Déjà-vu. Dann wird das Ende ein Beginn, das Vorherbe ein Wohin und die Trauer ohne. Also Herr Thieme ist gerade hier. Sie kennen Thomas Thieme namentlich sowieso, aber wenn Sie sein Gesicht sehen, sagen Sie, oh, alles klar. Es gibt so Garanten, es ist einfach so, wenn Sie auftauchen, dann weiß man, dieser Film, diese Episode wird gut sein. Sie geben sich irgendwie nicht für Quatsch her. Ne? Das, da nicken Sie auch, da sind Sie auch meiner Meinung. Sie haben gerade gesagt, wollen wir noch jemanden beschimpfen? Hätten Sie Lust? Wollen Sie? Ja, aber das sind so viele, da müssen wir uns nächste Woche wieder treffen. Aber wie kommen Sie darauf, jetzt jemanden beschimpfen zu wollen? Das Leben ist so schön. Ach, manchmal habe ich Bock, ja? Und dann möchte ich ein paar Leuten sagen, mein Gott, schert euch raus aus dem Film. Na, wenn Sie jetzt Namen nennen, dann machen wir das sofort. Da zeigt er mir den Vogel. Ja, Sie zeigen mir den Vogel. Ja, wie soll denn dieses Beschimpfen dann laufen? Nein, aber ich kann wieder einen Satz sagen. Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als eure Schulwasser als sich träumen lässt, sagt Shakespeare im Hamlet. Und wenn ich manches sehe in meiner Branche, was so vorn sein soll, was als vorn deklariert wird, da falle ich vom Glauben ab. Aber, sage ich gleich relativierend, ich bin ein alter Mann. Das ist eine Alterserscheinung. So haben die Alten auch gesprochen, als ich 50 Jahre jünger war. Vielleicht. Ja. Die Produktion, auf die wir gleich zu sprechen kommen, da werden Sie nichts dran auszusetzen haben, denke ich jetzt mal. Super. Das ist nämlich wirklich ein Ensemble, wo man so denkt, oh Gott, bitte. Ja. Trotzdem müssen wir oder sollten wir vielleicht noch Ihren Lebensweg ein bisschen mehr bis ins Hier und Jetzt skizzieren. Sie sind ein junger Mann, Sie sind gerade in der Schauspielausbildung, Sie haben die Ernst Busch hinter sich gebracht, Sie werden ziemlich schnell engagiert. Es gibt Theater in Görlitz, Zittau, in Magdeburg, in Halle. Das läuft alles, aber was Sie vorhin kurz ansprachen, das mit dem Alkohol ist nicht ganz ohne gewesen damals. Ja, das war... Es gab eine Zeit, da war es gefährlich. Mhm. Aber ist alles vorbei. Es ist ich will damit nur sagen, nein, Sie es hatten ist auch deswegen vorbei. Ich merke immer so Alte in meinem Alter, die dann aus diesem bisschen Koks und Gras und Schnaps da eine Welttragödie machen. Mein Gott, das hat man als junger Mensch eingeworfen und nun ist es eben weg. Ich hätte mir, glaube ich, nicht erlaubt, darüber zu sprechen, wenn Sie nicht in ein, zwei Interviews den Alkohol erwähnt hätten, auch als Motivator rauszugehen. Sie wussten, es gibt die Möglichkeit, entweder Sie bleiben in Provinztheatern und trinken oder aber Sie schaffen es nach Berlin. Sie wollten eigentlich aber auch reisen und dann kam dieser Wunsch, ich weiß aber nicht, ob der an irgendwas anderes Politisches noch gekoppelt war, einen Ausreiseantrag zu stellen. Jein, natürlich hat die Ausweisung von Biermann bei uns allen 77 ein seltsames Gefühl hinterlassen. Das ist richtig. Nur ich bin nicht Biermann, ich war auch nicht mit ihm befreundet. Letztendlich war mir das auch egal. Ich habe nur gemerkt, hier stimmt was nicht. Also wenn sowas passiert, wenn jemand so ein schönes Konzert in Köln macht und dann darf er nicht wieder nach Hause, da stimmt was nicht. Und ich war eigentlich lange, lange Jahre ein Verehrer der DDR. Ich habe auch nach der Mauer mich nicht wesentlich beschwert, weil ich dachte, ja, das muss man wahrscheinlich, um ein sozialistisches Land zu kreieren, muss man ein paar Essentials aufbauen. Ja. Da Ende der 70er wurde es eng, vor allen Dingen persönlich. Ich kam nicht nach Berlin, das habe ich auch mit Quistek und Hübchen unlängst beim Drehen besprochen, warum ich nicht nach Berlin kam. Die waren in Berlin, die kamen nämlich auch aus der Provinz dorthin. Ich kam nicht weg. Das hat mich gewurmt. Dann hatte ich keine Geduld mehr. Und dann habe ich mich entschlossen, gleich ganz wegzugehen. 63 und 73 durften Sie ja in den Westen reisen. Wieso lachen Sie?
Naja, weil ich da immer wieder zurückgekommen bin. Ja, Sie sind zurückgekommen. Sie hätten auch da bleiben können. Lag das dann wahrscheinlich, lag es an Ihrem Sohn? Sie hatten, also 77 sind Sie, Moment, nee, 63, 73 waren Sie noch gar nicht Vater. Warum sind Sie zurückgekommen? Ich habe gerade 73 die Mutter vom Arthur kennengelernt. Aha, okay, gut, Sie waren verliebt. Und ich war verliebt. Und die haben Sie dann auch gehalten? Ich war ja im Grunde linientreu. 73 war ja nicht 77, war nicht 80. Sie wollten ja, Sie haben ja vorhin, als das Mikro noch zu war, auch gesagt, wollen wir ein bisschen politisch werden. Und ich habe gesagt, ich mache das ungern, weil man immer das Gefühl hat, Themen nicht ausreichend angemessen besprechen zu können. Aber wenn Sie mir so einen Satz geben, jetzt in dem Kontext wie, ich habe gedacht, der Sozialismus, ein paar Essentials muss es da schon geben, das muss schon in Ordnung sein. Von welchen Essentials sprechen Sie? Weil Sie gerade auch gesagt haben, nochmal, ich war linientreu, wenn Sie das so sagen. Ja, wir wollten ja nicht politisch werden. Ja, aber welche, wenn Sie sagen, sich verlinientreu... Wenn Sie mich so direkt fragen, bin ich überzeugt davon, dass sich die Gesellschaftsordnung nochmal ändern muss. Ich glaube nicht an die ewige Haltbarkeit dieser Form von Kapitalismus. Reden wir, was glauben Sie an die Haltbarkeit einer Demokratie? Weil die da sind unten und die da sind oben. Das ist Kapitalismus. Das, glaube ich, geht auf Dauer in dieser Welt nicht gut. Ich weiß nicht, ob da nicht der nächste Konflikt mit der Demokratie im Raum stehen wird. Denn wie will man die kapitalistische Gesellschaftsordnung, die eine derartige Macht und Gewalt weltweit bedeutet, wie will man die denn, naja, sagen wir das böse Wort, beseitigen? Das wird, glaube ich, nicht funktionieren, weil Menschen immer Bedürfnisse haben. Und das war, glaube ich, auch in der DDR so. Es gab Menschen, haben auch da Bedürfnisse gehabt und haben ihre Wege gefunden, sich ihre Sachen zu organisieren. Ja, Sie haben vollkommen recht. Brecht hat mal gesagt, es geht nicht nur darum, das Publikum zu unterhalten, es geht auch darum, das Publikum zu bilden. Das würde ich jetzt mal übernehmen für die Menschen. Es geht nicht nur darum, die Bedürfnisse der Menschen einfach immer nur zu erfüllen. Es geht vor allen Dingen darum, andere Bedürfnisse zu kreieren. Es ist vollständig unkreativ, der Kapitalismus. Das ist der größte Vorwurf, den ich ja auch als Künstler mache. Kapitalismus ist nicht kreativ. Welches Bedürfnis würden Sie denn kreieren, was uns gut täte? Gute Frage. Ich denke schon, eine andere Vorstellung von Lebenszielen. Vielleicht oktroyieren Sie mir damit was ich gar nicht möchte. Vielleicht möchte ich die Freiheit haben. Ich oktroyiere das ja nicht. Nee, ich frage, wenn Sie sagen, Sie geben ein Ziel aus für alle, dann ist es schon so, das wissen Sie auch, dass die Spitzen oben und unten abgeschnitten werden. Jetzt werden sie abgeschnitten, vor allen Dingen unten. Also dieses, was wir jetzt Prekariat nennen müssen, was früher mal die Arbeiterklasse war, seit August Bebel und über den vorhin erwähnten Thälmann. Diese Arbeiterklasse ist zu einer Karikatur von Proll, Prekariat, Unterschicht herabgewürdigt worden und lebt aber täglich mit uns. Das hat der Kapitalismus hingekriegt. Ist das nicht auch in den sozialistischen Ländern so? Gibt es denn überhaupt noch ein sozialistisches Land? Sie sehen, es gibt Karikaturen von Sozialisten. Wir geben hier gerade unsere Zeit weg. Es ist bestimmt ein legitimes Thema, aber mir ist nicht wohl dabei, weil ich das Gefühl habe, wir können jetzt nicht tiefer werden ohne zu viel anderes. Ich habe angefangen. Sie haben völlig recht. Danke, dass wir diesen kleinen, das war jetzt wirklich nur ein Dip. Lassen Sie uns jetzt bitte auf die aktuelle Produktion kommen, damit wir uns nicht nachher ärgern, dass das zu wenig Zeit bekommt. Ja, aber die spricht ja für sich. Insofern, wir sind im Grunde, darüber ist es ein müssen wir gar nicht so viel reden. Die läuft ab wann? Übermorgen geht's, glaube ich, los? In der Mediathek. Ich will jetzt keine falschen Zahlen rausgeben. In der Mediathek? Dann soll man sich das angucken. Ich sage da gar nicht viel drüber, ehrlich gesagt. Ja, sagen Sie mal. Hallo, natürlich. Ja, was soll ich in dem Film erzählen? Sie finden das super. Es ist ein Dreiteiler, der im ZDF ausgestrahlt wird. Er ist ab morgen, ab dem 2. in der Mediathek, alle drei Teile. Und er wird im ZDF ausgestrahlt am 9., am 11. März. 9., 11., 12. März. So, immer um 20.15 Uhr. Das erstmal ich sag die Zeiten gleich nochmal. Heißt Unterleuten und es gibt eine Vorlage, die preisgekrönte Vorlage von Juli C., ein Roman, erzählt von einem fiktiven Brandenburger Dorf, in das die Windkraft einziehen soll. Jetzt Sie aber auch ein bisschen, Herr Thieme, bitte.
Ja, aber da habe ich nichts hinzuzufügen. Doch. Das spielt in einem Brandenburger Dorf, ja, in dem die Windkraft einzieht. Das kann ja wohl nicht wahr das sein. Das ist der Film. Also, erstmal möchte ich mal vorlesen, wer noch dabei ist. Ja. Ja. Weil da müssen wir wirklich erstmal. Hermann Bayer ist auch ein Typ, den ich namentlich gar nicht kannte. Und sofort, wenn ich sein Gesicht sehe, denke ich, wow, was für ein Typ. Der ist inzwischen 76, hat diese meckernde, herzliche Art, wunderbarer Kollege von Ihnen. Großartig. Möchten Sie noch ein paar Namen einwerfen? Ja, wenn auch alles mitspielen. Ja, wer ja fällt so Ihnen ein? Ja, ich möchte dich Ulrich Nöten. Nicht nur die Berühmten sagen. Also da gibt es ja auch ganz junge Mädchen, die da mitspielen, die so toll sind. Lesen Sie die mal. Also dass Charlie Hübner und Nöten mitspielen, das ist ja nun nicht so sensationell. Rosalie Thomas zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Dagmar Manzel spielt mit. Ja, aber, ganz großartig. Ah, Bettina Lamprecht, darling. Bjarne Mädel, Alexander Held, Jörg Schütterhoff, Christine Schorn, Mina Tander. Also es ist auch wirklich ein Ensemble, wo man sich die Finger leckt als Zuschauer und als Regisseur. Apropos, Matti Geschonek hat Regie. Was machen Sie? Was pullen Sie in Ihrem Daumen? Was ist da los? Ist da der Nagel eingerissen? Haben Sie sich manchmal Gliedmaßen auf? Sie sind wie so eine Echse, oder? Sie sind wie so eine, wie Sie sehen, noch nicht geklappt. Sie sind eine Echse und Ihnen wachsen dann die Finger so nach. So sieht's, ne, aus. So, also Unterleuten nochmal ab morgen in der Mediathek. Und so viel kann man vielleicht sagen, erstens, Ihr Name wird zuerst genannt, Sie sind auch die erste Einstellung. Man sieht, es ist ein heißer Sommer, es ist ein brandenburgisches Dorf und wie das in so einer dörflichen Gemeinschaft auch ist, da liebt sich nicht jeder, da gibt es alte Geschichten, da gibt es alte Leichen, da gibt es neue Menschen, die hinzugezogen sind, da gibt es eine Dorfgemeinschaft, die nur teilweise belastbar ist und dann kommt eben, und das spielt Ihnen jetzt wieder ins Blatt ein bisschen, da kommt jetzt das Geld ins Spiel in Form von Windkraft. Da soll ein Windkraftpark gebaut werden und da geht es natürlich darum, das Land zu verpachten und Geld dafür zu bekommen. Und das bringt das soziale Gefüge durcheinander und führt zu nicht nur Nicken, Herr Thieme. Es macht mich wahnsinnig. Ich kann Sie doch nicht unterbrechen. Sie erzählen die eine Geschichte, da kann ich doch nicht ununterbrochen. Unterbrechen Sie mich. Bitte, ich brauche Ihre, geben Sie mir Ihre klugen Worte dafür. Das ist alles richtig. Wenn was falsch ist, dann melde ich mich schon. Bis jetzt haben Sie das alles richtig dargestellt. Sie sind hier hingeschickt worden. Selbst die Schauspieler, die Sie aufgezählt haben, kann ich Ihnen garantieren, die spielen auch alle mit. Super, Sie haben mir wirklich sehr geholfen. Sie sind hier der Abgesandte. Sie sind sozusagen der Botschafter für dieses... Ich habe Sie vorgeschickt. Gut, dann würde ich das einfach mal Sie sagen, noch bereuen. Ich habe getan, was ich konnte, sonst heißt es wieder, die Rust redet die ganze Zeit. Ist doch schön, Sie haben auch die viel schönere Stimme. Ja, also ich finde, wir haben jetzt unserer Pflicht Genüge getan und gehen einfach zurück in Ihr Leben. Wir machen das einfach mal unbedingt. So. Ihr Ausreiseantrag wird bewilligt. Sie heiraten kurz vorher noch Ihre Freundin, damit sie mit kann. Einen Tag vorher. Hätten Sie das sonst nicht gemacht? Nee. Wieso nicht? Ja, weil ich bin ja nicht doof, ich bin ja aus der DDR. Ich wusste, wenn ich den alleine stelle, fliege ich auch allein raus. Möglicherweise ganz schnell, weil sie mich ja schon nicht mehr so liebten. Und da hätten sie wahrscheinlich gedacht, die Großfresse, die schmeißen wir gleich raus. Dann wäre aber mein kleiner Arthur Sohn, der damals 3-4 Jahre alt war, und meine Frau in Halle geblieben. Das konnte ich mir schon zusammenreimen, dass ich das nicht will. Das sind ja zum Beispiel Essentials, die nicht so gut sind. Und da kriegten wir aber keinen Termin, da mussten wir schnell auf ein Dorf bei Halle, wo ein Termin war. Ja. Und da haben wir ganz schnell geheiratet und am nächsten Tag habe ich das Ding abgeschickt. 3 Jahre später wurde der Ausreiseantrag bewilligt. Und Sie sind erstmal nach Frankfurt am Main gekommen oder in die Nähe, in ein Flüchtlingswohnheim. Ja. Wie lange haben Sie dort verbracht? Wie viel Zeit? Vierteljahr. Wie würden Sie das, ist das so, wie man sich das auch heute vorstellt? Sind das so Container gewesen? Ist das ein altes Haus gewesen, eine alte Kaserne oder nee, was war das? So ein westlicher Plattenbau. Mhm. Und es war eine 3-Zimmer-Wohnung und die war aufgeteilt in ein großes Zimmer für eine Familie und 2 kleine Zimmer für 2 Einzelpersonen. Und ein Bad und eine Küche für alle. Sie haben ja ziemlich schnell Angebote bekommen für Essen und Kassel. Aber das war so ein bisschen, wenn ich das richtig interpretiere, vom Regen in die Traufe. Sie wollten ja eigentlich was Großes haben und haben sich das geholt. Sie sind nach Frankfurt zum Schauspiel gegangen. Zu Adolf Dresen. Das ja, das wussten Sie das schon, dass der da ist? Ja, klar, deswegen bin ich ja hingegangen. Ich hätte ja nach Essen oder Kassel gehen können, das war ja schon, die hatten mich ja schon praktisch auf dem Schirm.
Da dachte ich, nee, bevor du da unterschreibst, gehst du persönlich zu dem Tresen hin, wenn er dich reinlässt. Und er hat mich in sein Büro gelassen. Und das war die entscheidende Begegnung für meine ganze weitere Zukunft. War sie dann sofort die richtige Rolle? War das Schiller? Waren das die Räuber gleich die erste Rolle? Ja, das war eine kleine Rolle. Der Schweizer, kein Mensch kennt den Schweizer in Räubern. Den will auch keiner spielen. Aber ich schon. Sie haben einen Eindruck hinterlassen, offenbar. Sie kamen dann ans Wiener Burgtheater. Ja. Also Sie haben schon also die ganzen Adressen, die man als Schauspieler, glaube ich, erleben will, die ganzen Regisseure, mit denen man arbeiten will. Sie haben auch mit all den Alpha-Rüden gearbeitet, ja, sowohl vor der Kamera schon, als auch im Theater. Peimann, ja. Kastorf, einer von beiden ist der Einzige, den Sie, das haben Sie mal gesagt, parodieren können. Ist es Peimann, den Sie nachmachen können? Das ist Peimann, den kann jeder, aber das mache ich jetzt nicht, weil ich es schlecht kann. Ja? Ja, aber Kastorf und Schleef zum Beispiel, die gehören Perceval, die gehören schon zu den Wichtigsten. Gehörten zu den Wichtigsten im Feuilleton, was ja im Grunde gar nichts zu sagen hat, waren aber auch die Wichtigsten für mich. Sie sind ja nun auch jemand, der, Sie sind so ein Monolith und Sie haben nun auch im Laufe der Zeit großartige Rollen gespielt, wurden dafür auch ausgezeichnet. Haben Sie gemerkt, dass diese, ich sag's nochmal das Wort bewusst, Alpha-Rüden, die ja auch für ihre Exzesse und ihre Egoismen bekannt waren, dass sie denen gleich auf Augenhöhe begegnen konnten? Weil es ist natürlich was anderes, ob sie dann da stehen oder ob eine, sagen wir mal, 26-jährige Schauspielschülerin oder Absolventin diesen Männern gegenüber. Ich glaube, da haben Sie einen ganz wesentlichen Punkt erwischt. Ich bin nie wirklich angepöbelt worden von Regisseuren. Ich habe schreckliche Szenen zwischen Regisseuren und jungen Schauspielerinnen erlebt. Furchtbar. Ich war immer unangetastet. Liegt vielleicht auch daran, dass ich mich auch immer wirklich bemüht habe, das hinzukriegen. Ich bin dann letztendlich doch auch sehr diszipliniert. Wie haben Sie sich verhalten, wenn das passiert ist? Das muss jetzt nicht unbedingt eine junge Frau gewesen sein, überhaupt, wenn andere Schauspieler vor dem ganzen Ensemble angemacht werden. Ja, da greifen Sie in einen wunden Punkt von mir. Da habe ich mich nicht immer so verhalten, wie ich heute glaube. Damals waren aber auch die Theatersituationen viel hierarchischer. Also wenn ich das heute sehe, Maxim-Gorki-Theater oder auch Schaubühne, das hat sich alles aufgelockert. Alle duzen sich und alle sind irgendwie Das finden Sie jetzt auch nicht gut, ne? Dieses andere Extrem. Ich spiele ja nicht mehr Theater, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es damals so hierarchisch war, dass gerade diese berühmten Regisseure, Peimann und so, waren Könige. Da hast du die Schnauze zu halten, Feierabend. Und eine Sache zu machen. Und wenn dann mal einer Pieps gemacht hat und sie sind auf die drauf, dann habe ich nicht immer wirklich so reagiert, wie ich eigentlich hätte reagieren müssen. Das muss ich mir schon ins böse Buch einschreiben. Ja. Mhm. Ich nenne jetzt keine Namen, auch Regisseurinnen dabei. Also es ist nicht nur so, dass immer nur die Macker da. Es war viel böses Blut im Theater auch. Von oben nach unten, also von Regie zu Schauspieler. Und da war ich nicht immer im Vollbesitz meiner solidarischen Kräfte. Herr Thieme, das sind jetzt selbstkritische Töne, mit denen wir die Sendung beenden, weil die Zeit um ist. Ja, ich würde das heute wahrscheinlich nicht mehr so machen. Das ist ja schon hoffnungsvoll. Also wenn ich sowas heute erlebe, dann grätsche ich schon rein. Es ist aber nicht mehr ganz so. Also es gibt diese Fossile nicht mehr. Entweder sind sie tot oder sie sind in der Nähe der Bedeutungslosigkeit. Es gibt die nicht mehr so. Es gibt 25-jährige Jungs, die von der Regieschule kommen und aus dem Reihenhaus erzählen, in dem sie groß geworden sind. Ich glaube, also ein Freund von mir, der hin und wieder in Wien arbeitet als Theaterschauspieler, der hat schon noch solche Erlebnisse auch. Das ist da, ich möchte jetzt auch keinen Namen nennen, aber ich glaube tatsächlich, die Exzentriker, die ja auch immer noch gefeiert werden, ob ihrer Exzentrik, möglicherweise verwechselt man da manchmal Genialität mit Egoismus und Rücksichtslosigkeit, aber ich glaube, die wird es geben. Aber natürlich ist im Zuge dieser ganzen MeToo und einer Vorsichtigkeit eine andere Art von Sensibilisierung aufgetreten. Es ist nicht mehr ganz so einfach für diese Menschen,
ihr Ding durchzuziehen und so zu sein. Das, ja, ich glaube, das hat es zumindest bewirkt. Ja. Ich meine, es hat ja nicht jede Frau irgendwie an die Hose gefasst. Das ist ja albern. Es geht auch nicht nur um Sexismus dabei. Es gibt ja auch um Abhängigkeitsverhältnis und um eine Bloßstellung. Die sind mir bekannt. Also diese anderen Sachen da, fass mich nicht an, da habe ich gar keine Wahrnehmung gehabt. Umso besser. Wenn Sie es nicht erlebt haben, ist es umso besser. Simon & Garfunkel ist das letzte Stück, das Sie mitgebracht haben. The Boxer. Geben Sie uns ein kurzes Stichwort dafür, bitte. Ja, ich war mal einer. Sie haben geboxt? Ja, aber ein halbes Jahr. Und da habe ich 3 Kämpfe gemacht. In Papier 2 hieß die Gewichtsklasse. Also da war ich noch so ein Hähnchen. Und bin 3-mal umgefallen in allen 3 Kämpfen. Und da hat mich mein alter Papa aus dem Verkehr gezogen. Okay, war vielleicht besser. Und zum Tischtennis geschickt wird. Ihre Nase ist ganz fein und gerade. Oh, sagen Sie das nicht, Frau Russ, das ist mein Wunderpunkt, meine feine gerade Nase. Ne? Ich danke Ihnen sehr, Herr Thieme. Ich habe Ihnen gerne Frau Russ, zugehört. Das war mir ein wirkliches Vergnügen in jeder Beziehung. Wir sehen uns dann unter Leuten, ab morgen in der Mediathek und am 9., 11. und 12. um 20.15 Uhr im ZDF. Tschüss. Wollen Sie auch noch Tschüss sagen? Tschüss. Just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. I left my home and my family. I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, running scared. Laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. By-la-la-la. Radio 1. Hörbar Rust.